Ja, das Verrückte an der Vergebung ist halt schon, dass du überhaupt annimmst, dass es etwas zu vergeben gibt. Ja. Genau. Ja, das ist jetzt genau der Punkt, exakt. Das ja, heißt, es setzt etwas voraus. Es setzt ein Urteil voraus. Genau. Es setzt ein Urteil voraus, dass da was passiert ist, was schlimm ist. Oder was jetzt mir nicht gut getan hat, was mir gegen den Strich gelaufen ist. Genau. Und das ist eigentlich die Stelle, an der der Kurs ansetzt. Ja, bei der Vergebung geht es ja darum, dass es nur einen einzigen gibt, dem du vergeben musst. Und das ist dir selbst. Da ist niemand anders als du selbst. Ja. Und alles, was ich im Außen wahrnehme, was ich scheinbar zu vergeben habe oder was mich eben nervt, was mir wehtut, was mich kränkt und so weiter und so weiter und so weiter, alles nur eine Projektion ist von meiner Unfähigkeit, mir selbst zu verzeihen. Warum? Weil wenn ich mir selbst verzeihen würde, was müsste ich mir da verzeihen? Meine Trennung. Ja. Die Trennung von meiner Quelle. Die Trennung von meinem Schöpfer, die Trennung von Gott als Sohn Gottes. Und die will ich mir nicht verzeihen. Warum? Weil wenn ich sie mir verzeihe, bin ich nicht mehr getrennt, bin ich kein Individuum mehr. Also ich verliere meine Individualität. Und letztendlich, wenn man mal genau hinschaut, was sind es denn für Dinge, die ich vergeben muss? Das sind doch alles Dinge, die an meinem eigenen Selbstwert kratzen. Ja. Das Kuchenstück war ja nicht groß genug. Oder der hat mir jetzt das Letzte weggegessen. Ja. Oder der hat mir die Vorfahrt genommen. Oder der hat mich verlassen. Und ich wollte noch so viele schöne Stunden mit dem verbringen. Ja. Warum hat er mir das jetzt angetan, wo ich doch immer so zärtlich war und so liebevoll? Mhm. Also du brauchst... Oder warum tritt er mir auf den Fuß? Sieht er mich nicht? Oder irgend sowas. Es geht ja immer um sowas. Die Schwierigkeit mit dem Kurs ist, du hast es ja vorhin schon gesagt, dass er eben Begriffe benutzt, die wir ganz anders verwendet haben in unserer persönlichen Geschichte, bis wir auf den Kurs gestoßen sind, als sie im Kurs verwendet werden. Ja. Beim Kurs geht es nicht um Vergebung von etwas, was der andere mir angetan hat, sondern es geht darum, mein eigenes Urteil loszulassen. Wenn du mal schaust, wie oft der Kurs von Loslassen auch spricht, ja. Oder Undoing, ich weiß gar nicht, wie das auf Deutsch übersetzt wird. Ja. Was ist Undoing? Ungeschehen machen oder rückgängig machen oder ich weiß nicht genau. Nicht tun. Entwirren oder ja. So, ja. Nicht tun ist es auch nicht. Es nee, ist mehr nee, so, nee. Ein Undoing. Also Undoing ist, wieder ist sozusagen, so, ja, to undo ungeschehen something. Machen genau. Ist wahrscheinlich ja, das schon das Beste, genau. Oder? Genau. Und zu wissen, das ist jetzt auch ein interessanter Aspekt, das, was ich meine, was da passiert ist, ist eigentlich gar nicht passiert. Zumindest nicht im Außen. Wo ist es passiert? Wie alles in mir, in meinem Geist. Exakt. Und natürlich ist dann niemand, dem ich vergeben kann. Ja. Weil der ja in mir imaginiert wird. Weil es den ja nur in mir gibt. Also schlussendlich vergebe ich mir, und das ist immer wieder one problem and one solution, ein Problem und eine Lösung. Ich vergebe mir die Trennung, die ich selbst verursacht habe, von der Quelle. Ja, und das Wort ist Vergebung. Und solange man aber bei Vergebung immer noch an das Vergeben denkt, was man immer dachte, so, ist es vielleicht eine Idee, sich zumindest übergangsweise ein Behelfswort zu überlegen, weil Vergebung es einfach nicht trifft. Also, ja, ich muss mir vergeben. Ich muss mir vergeben. Was heißt das? Ich muss mir vergeben. Da hast du ja auch wieder den Eindruck, ich hätte was Schlimmes getan. Ich habe nichts Schlimmes getan. Ich konnte nichts Schlimmes tun. Ja. Weil wenn ich davon ausgehe, dass ich was Schlimmes wirklich getan habe, nämlich mich getrennt habe von meinem Schöpfer, in dem Moment habe ich Gott ja schon umgebracht. Weil Gott ist Perfektion, ist Einheit. Und wenn das wahr ist, dann ist eine Trennung von ihm unmöglich. Ja. Also wenn ich meine, ich müsste mir die Trennung vergeben, ist auch Quatsch. Weil ich habe mich nie getrennt. Ja, aber es gibt natürlich eben Ich muss mir den beharrlichen Gedanken daran, an meine Individualität, an meine Besonderheit. Ja, also mein Besonderssein, mein Individuellsein, diese Geschichte, die muss ich nicht irgendwie vergeben, die muss ich einfach loslassen. Ja. Das ist es, ich muss es loslassen. Oder eben... Der ist mir auf den Fuß getreten, dann, und? Ja, genau. Wie oft bin ich denn schon jemand auf den Fuß getreten? Ja, also ich finde das schon hilfreich, wie der Kurs dann anbietet und da die Hand reicht, dass ich auch weiß, wohin ich das geben kann. Und da gibt es eben, und natürlich ist der Holy Spirit, es wird auch manchmal von einem Altar gesprochen,
ist schon eine Möglichkeit, wer das sich irgendwie noch, also eine Stütze einfach, das bildhaft sich noch vorstellen mag. Also ich mache es zumindest so, dass ich dann das wirklich auch in einer gewissen Demut und Dankbarkeit das abgebe an Holy Spirit. Also loslassen funktioniert bei mir nicht so. Ich finde es besser, wenn ich da in Kontakt bin mit, ich sage jetzt eben mal Holy Spirit oder Heiliger Geist, weil der Kontakt, den muss ich eh fühlen lernen. Und da möchte ich an der Stelle auch die Fehlerkorrekturen an der Stelle abgeben. Das ist für mich wichtig, dass das einen Ort hat in mir sozusagen. Also ja, wohin das führt, sicherlich so wie bei dir, dass ich das dann irgendwann nicht mehr brauche, das sehe ich ja dann aber. Bleibt. Es ist ja natürlich ein ewiger Prozess, der natürlich auch in keinster Weise irgendwann abgeschlossen ist. Aber, weil es geht ja auch um ewiges Leben, aber die, ja, die das Leid abgeben, alles, was mir Leid verursacht und mich aus der Freude bringt, eben abgeben. Und dazu ist es halt wichtig, sich zu beobachten, gell?